Das Finale der Road Cycling League Austria im Jugendorf Straßengel findet aufgrund der Wetterbedingungen unter angepassten Verhältnissen statt. Kurz vor dem Start ändern die Veranstalter nämlich aus Sicherheitsgründen die Strecke der österreichischen Bergmeisterschaften. Sowohl die Frauen als auch die Herren absolvieren nun eine 22 Kilometer lange Strecke von Jugendorf Straßengel nach St. Pankratzen, auf der insgesamt 539 Höhenmeter überwunden werden müssen. Maximilian Kabas, der amtierende österreichische Meister am Berg 2023, sieht seine Chance auf der verkürzten Strecke mit gemischten Gefühlen, da die Strecke um ganze 40 Kilometer kürzer ist als geplant. Die Motivation ist trotzdem gegeben, trotz der Umstände, und ich glaube, wir werden das heute sehr gut absolvieren. Bei starkem, böigem Wind nehmen 45 Elite- und U23-Fahrer das letzte Rennen der Radliga in Angriff. Nach 39 Minuten Fahrzeit erreicht Michael Kukrele als erster den Anstieg nach St. Pankratzen, dicht gefolgt von seinem Teamkollegen Hermann Pernsteiner. Pernsteiner kann seine Kräfte auf den letzten 50 Metern optimal einsetzen, überholt hier Kukrele und sichert sich damit den Tageserfolg sowie den österreichischen Meistertitel am Berg. War heute eine relativ kurze Meisterschaft, sage ich einmal, aber zum Schluss ist trotzdem ein bisschen bergauf gegangen und das hat gereicht für mich. Nehmen wir uns bitte mal ganz kurz mit in den Rennverlauf. Wie seid ihr reingestartet und wo habt ihr dann die finale Attacke gesetzt? Also ich muss sagen, es war eine perfekte Teamleistung. Wir haben immer wen vorne gehabt und dann mein Teamkollege, der Kuckele, war wirklich lange Zeit vorne. Und durch das haben wir eigentlich nicht nachfahren müssen als Team. Haben immer ein bisschen Kraft sparen müssen. Natürlich auf so einem kurzen Rennen ist schwer, das zu kontrollieren. Und dann in den letzten Bergauf bei der 1000 Meter Marke habe ich mir dann gedacht, also ich habe gemerkt, dass alle schon ein bisschen am Limit sind. Und dann habe ich halt durchgezogen, habe dann ja, meinen Teamkollegen eingeholt, 50 Meter vom Ziel, das war fast ein bisschen lauter, aber ich habe nicht gewusst, wie es hinter mir ausschaut, ich habe gar nicht mehr zurückgeschaut. Und also ist cool, dass ich Bergmeistertitel und das Rennen nicht heute gewonnen habe. Bei den Frauen treten 18 Athletinnen in der Elite- und U23-Klasse um den Meistertitel an. Nach einer Fahrzeit von 44 Minuten erreicht Elisa Winter als erste den Ortsanfang von St. Pankratzen. Katharina Sadnik folgt direkt hinter ihr, bleibt dran und überholt Winter auf den letzten Metern. Katharina Sadnik feiert damit den Tagessieg und darf sich über den Meistertitel freuen. Ich habe es mir nicht vorstellen können, wirklich nicht mal. Also es ist wie ein Traum, der was einfach in Erfüllung gegangen ist. Und heute am Start habe ich mir gedacht, es sind schon sehr viele da, sehr viele, die was wirklich gut sind. Und aber dass sie das da gewinnen, das ist also schon ein Privileg. Schön. Damit sichern sich Katharina Sadnik vom KTM Factory Mountainbike Team und Hermann Pernsteiner von Veld Felbermayr sowohl den Tagessieg als auch den Meistertitel in ihrer jeweiligen Kategorie. In der Gesamtwertung der Radliga holt sich Petra Dzianke bei den Frauen den Sieg, während Jaka Primožič bei den Männern triumphiert. Die besten U23-Fahrer sind Elisa Winter und Sebastian Putz. Die Teamwertung bei den Herren entscheidet das Team Veld Felbermayr punktgleich vor Krenkow Advarics für sich. Bei den Frauen krönt sich das Union Raiffeisen-Radteam Tirol zum erfolgreichsten Team der Road Cycling League 2024.